Apropos, Mr. Seestern, weißt du, ab welchem Winkel es am Ende zu werfen? Grad, dumm, dumm. Und warum? Weil, logischer Aspekt. Logischer Aspekt, ach so, ja. Logischer Aspekt, ja. Okay. Ja, es ist logisch genug. Dazu brauche ich keine mathematischen Erklärungen für. Das sind keine mathematischen, sondern physikalische Erklärungen. Alles dasselbe. Glaubst du? Ja. Well, F you, mister. Well, I should furnace myself. What? Yeah, you wanted me to furnace myself. Oh, now I get the joke. That was funny. Implying there was one. And I guess we should, like, stop talking in English, because most of our subscribers are like, what the fuck are those two guys talking about? It's like, I don't understand any English words. Like, einer von meinen Subscribers, And breakfast. Sich dann. Einer von meinen Subscribers guckt Etho ebenfalls. Hi there, buddy. Hi there, buddy. Okay, ich mach mal bis 10, ja? Also nicht so viele. Das dauert sonst viel zu lange. Kann ich mir vorstellen. Vor allem bei der Effizienz bei diesem Mob-Ding hier. Für die bist du so lang geworden und so viel Frust verschwendet hast, ey. Implying, dass man Frust verschwenden kann, aber okay. Übrigens, ich hatte gerade echt Panik, als der plötzlich weg war, ne? Der Schneemann. Wieso? Ich hatte Angst. Der war einfach weg. Ich hab ihn halt echt. Ich werf deinen Schneemann drauf, wenn du irgendwas an der Chest machst, der fliegt durch den Boden so. Shit! Und hab so eine innere Panik bei dem, was ich gerade gemacht habe. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Abbauen immer langsamer und langsamer geht. Vielleicht war ich auch alt, ja. Vielleicht war ich aber auch einfach nur alt. Meine Güte, geh schneller! Ich hab 9 Level und die Leiste voll, aber sie schaltet nicht auf 10 um. Komm schon. Das ist echt mies. Ja, ich habe auch 10 Level und meine Leiste ist voll, aber naja. So, 10 Level. Ich bin auf dem Weg zu dir, Seestern! Seestern! Mit Air Crit 360 High Five! Los! Geh weg! Los. 360 Woof! My Monster die! Oh Gott, das war episch. Okay, 10 Level. Kann ich das überhaupt machen? Ich kann nicht mal 10 Level, glaube ich. Ich mache 8 Level. Ah, Efficiency. Okay, dann gehe ich trotzdem runter und baue Diamonds ab. Dir ist aber bewusst, dass wir das in einem Run komplett durchkriegen müssen, ohne dass wir abkratzen oder sonst irgendwas, weil ansonsten ist all unser Diamond weg und dann sind wir Maze. Dann sind wir mad. Ja, ich muss ja nicht alles abbauen, oder? Wir haben ja noch was. Kann ich hier runter? Ja, ich kann hier runter, okay. Das werden wir schon hinkriegen, glaub mir. Mhm. Ich meine, wir haben nicht mal enchantete Sachen oder so, aber das werden wir schon hinkriegen. Glaub mir. Vertrau mir. Ich möchte übrigens anmerken, dass ich bis jetzt niemals in meinem Leben in Innerdrachen bekämpft habe. Das heißt, du erlebst gerade mit mir quasi das erste Mal nur anders. Ich erlebe mit dir das. Ah ja, okay. Aha. Was? Nur anders. Ah ja, okay. Okay, sie stimmt. Ich möchte übrigens anmerken, dass du gerade denselben komischen Tonfall hast wie eine Frau, wenn sie sich verarscht fühlt. Ah ja, okay, was? Ernsthaft? Das ist 1 zu 1 dieselbe Ton, diese. Ah ja, okay. Okay. Ich warte auf deine Antwort. Nein, so sagen die nicht. Die sind einfach beleidigt. Ja. Nein, ich hab nichts sichern. Ist okay. So ungefähr. Frau Mann, wenn Frau das sagt, hast du es wirklich verkackt. Ich finde immer diese Threads auf Facebook immer so lustig, wenn die das vergleichen. Wo ich mir echt so denke, Q. Ernsthaft? Ja, wusste ich gar nicht. Oh, ich habe immer noch ein paar Points. Wir dürfen nicht verraten, dass wir privat auf Facebook sind. Ich meinte Pornhub. Oh nein, ich hab's schlimmer gemacht. Ach, Pornhub ist okay, aber Facebook. Ja, da sind so viele Gesichter. Okay, 34 Diamonds ist noch lange nicht genug. Warte mal, wie viele Layer? Ach du Scheiße, ich gedacht, dass es so viele Layer sind. What the hell? Inwiefern viele Layer? Naja, tust mir mal bitte einen Gefallen. Der wäre? Du musst mir mal bitte das Wasser entfernen, ansonsten kann ich ihn nicht ordentlich abbauen. Warte. Und wenn ich's lossage, muss ich's wieder hintun. Ich brauche einen Stack voll, okay. Okay, Mr. Ja, Seestern. Whatever you say. Okay, habe ich meinen Eimer irgendwo hingelegt oder? Nein, ja, ich hatte ihn in der Hand. Verloren, als ich runtergeflogen bin. Ich habe den Eimer in der Hand. Du musst einen neuen craften. Guck mal, was ich für Magics. Ah, du bist ganz unten oder wo ist da? Also so oben. Guck mal, Magics. Wusch. Sehe gar nichts. Das Wasser kommt noch. Ich hab's gerade platziert an unserer Brücke.
Oh, durch Wasser kann man kein Wasser sehen. Das ist mies, okay, ich hab's weggemacht. Okay, das wird jetzt noch ein bisschen dauern, aber trotzdem. Alter, es geht in so einem Highspeed runter. Fium, 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 fium. Komm schon, Wasser. Jo, ist weg. Ah, da kommt's ja, okay. Ich hab 2 Diamond Pickaxes, soll ich runterhüpfen? Denk nicht mal dran. Wow! Auf einmal schubst mich das Wasser runter. Komm. Ja, ich hab's gesehen. Das war gefährlich. Ich könnte dir das Wasser an die Seite machen, damit du es leichter hast, hochzukommen. Nein, ist okay. Oh ja, gut, kannst du machen, je nachdem. Nur will ich nicht auf irgendwelche Überraschungen nicht gefasst sein. Mann, ich mach dir so ein kleines Auffangbecken. Jo. Ein Stack wird, glaube ich, reichen. Hier unten sieht es aus wie Weltraum. Ganz ehrlich, wenn ich hier hingucke, sieht das aus wie Weltraum. Guck mal an, da Glibber, schwarzer Glibber. Kann ich. Ah, stimmt, bei dir ist alles schwarz da unten, da oben in der Höhe. Mhm. Da, ungefähr so ist das was. Soll ich es näher ranmachen oder so lassen? Ah, da kommst du schon. Ich nehme das, warte. Ich habe Angst, dass du es nicht überlebst, wenn ich so sein. Whee! Hi. Ich könnte jetzt einen Arschloch sein, für einen Moment das Wasser entfernen und gucken, was passiert. Was passiert? Ich habe 2 Diamond Pickaxes, 1 Stack Diamonds und 7 Diamonds. Das Problem ist ja, dass das Wasser schneller verschwindet, als es wieder herkommt. Und außerdem trage ich noch dein Baby in meinem Bauch. Weißt du, das würde mir anatomisch betrachtet sehr viele Sorgen machen. Es gibt auch Männer, die Babys kriegen können. Was? Keine Ahnung, Mann. Ich träume, Mann. Ich sag mal nicht. Oh, wie süß du das gemacht hast, das sieht aus. Das sieht aus wie einer der Planschbecken, diese Becken, die es immer in so Großstädten gibt und so. Nimm mich noch einmal süß und wirst den Rest deines Lebens bereuen. Hi. Okay, Achtung. Oh, unsere Pumpkins sind wieder fertig. Bis dann. Hi. Ich hasse Tipp. Schwert ging das schnell, oder? Ja, im Schwert ging es am schnellsten. Warte, was? Ha? Nein, nein, sie haben es gefixt! Fick dich, Jim! Was denn? Ich habe meine Lieblingstaktik zerstört, um Durability nicht zu verbrauchen. Was denn? Kennst du das nicht, wenn du deine Diamond Pickaxe hast und die am Arsch ist? Dann baust du bis zu einem bestimmten Punkt ab und wechselst dann dein Tool. Echt? Jetzt, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Oh mein. Warte mal ganz kurz. Es geht nicht mehr. Oh mein Gott, diese. Schweine. Und übrigens, warte mal ganz kurz, ich will dir mal ganz kurz was zeigen. Ich habe eine Efficiency Pickaxe, ne? Jo. Pass mal auf, Achtung, ich habe hier Dirt. Ja? Und guck mal, wie schnell ich abbau. Oh, mit der Hand geht's so. Und jetzt pass mal auf, Achtung, das geht auch bei Holz. Wenn ich Holz habe, zum Beispiel eine Toolbox. Du brauchst eigentlich nur eine Pickaxe mit Efficiency drauf und dann ja. Ist alles andere. Das heißt, du brauchst auch keine Axt, weil du Schaufeln. Weil du Schaufeln benutzen kannst mit Efficiency. Ist gefixt. In neuen Snapshot. Du kannst mit Schaufeln kein Holz mehr abbauen. Und mit Pickaxe ist kein Dirt und mit Pickaxe ist kein Holz. Du musst eine Axt benutzen. Because Mojang are assholes. Because Terraria. Was? In Terraria war das auch so, du hattest ein Werkzeug für jeden Blocktyp. Mhm. Und das ist ja nichts ändern. Was auch total traurig war. Okay. Ja, wir haben genügend Holz noch. Warum? What the bloody hell? Was? Ich hab 22 Level. Vom Abbau vom Diamond, das ist mir gar nicht aufgefallen. Nice. Okay, warte mal ganz kurz. Ich enchante mal alles, ja? Mhm. Übrigens, mir ist gerade ein Logikfehler von vorhin aufgefallen, was du zu mir gesagt hast, von wegen, es wird scheiße sein, 30 Level zu kriegen, weil wir haben keine Bücher. Ja, das merke ich auch gerade. Oh, wie blöd. Weißt du was, mache ich nochmal. Ich will keine Boots mit Dings, mit Projectile Protection. Wer will das? Meine Güte. Menschen, die Projectile Protection brauchen. Oh. Ja, weil der Enderdrache auch Geschosse schießt, ne? Ich finde das so cool. Kreis zu drehen. Wow, was willst du? Projector Protection 2 oder Fire Protection 1? Protection. Ja, nimm. Oh. Oder willst du die Feather Falling Boots? Nicht, dass ich auf runterfallen würde beim Kampf gegen Ender Dragon. Wissen Sie übrigens, unser nächstes Problem ist, wäre Pfeile. Oh. Da müssen wir ein bisschen farmen gehen, glaube ich. Yep, müssen wir. Okay, dann geh schon mal hier hin und mach ein bisschen. Looting-Schwert, hast du Level? 2. Okay. Weißt du, was ich mache? Mal ganz kurz.
Ich crafte mir ein Diamond Sword. Und eins für dich auch. Und was ich dann mache, ist, ich gehe nochmal runter, leg den ganzen Scheiß hier ab, weil ich Angst habe zu sterben, wenn ich das alles dabei habe. So. Das. Und jetzt gehe ich runter und werde nochmal Redstone und Lapis und so weiter abbauen, bis ich genug Level habe. Und, ja, Lapis sowieso. Und dann werde ich ein Diamond Sword fair. Craft, enchanten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Verzaubern. Bitte, fallt runter. Danke. Scheiß Mobs. So, habe ich deine Mob-Maschine wieder kaputt gemacht? Nein. Wieso? Ich glaub schon. Wieso, was passiert? Warte mal. Geht weg aus meinem Spot, aus dem ich Blöcke platzieren will. Danke. Ich glaube, es geht wieder nicht. Schreibt mir jedenfalls so. Keine Ahnung. Wir müssen schon wahrscheinlich schlafen, deswegen. Ich muss mal ein bisschen kurz zurückgehen, dann gucke ich mal, vielleicht passiert ja doch irgendwas. Ich habe übrigens, ist mir beim letzten Set aufgefallen, ich habe deine Mob-Maschine total falsch verstanden. Ich habe ja bis jetzt eine Mob-Farm, habe ich ja nur meine Spawner-Rooms gemacht. Deswegen habe ich nicht ganz verstanden, wie deine Maschinerie funktioniert hat. Ja. Weil ich habe mich immer zu nah dran gestellt und mich gefragt, wieso das Ding nicht funktioniert. Obwohl du Mindestabstand einhalten musst, damit es spawnt. Mhm. Ich weiß, ich bin ja das Beste und so. Ja, das war aber beim Monster-Spawnern anders, deswegen ist es... Ich weiß, ja, weil die brauchen halt deine Nähe. Das ist der Unterschied daran und das hat mich total verwirrt. Ich finde es schön, wie die Zombies genau hintereinander stehen und sich hin und wieder so komisch drehen, dass es so aussieht, als würden die miteinander rummachen. Zombie. Brauchst gerade alle Diamonds ab. Ja, ich bin schon gleich fertig. Ich bin bei Bedrock. Du hast ein Lapis Lazuli. Oh, so. Shit. Ich seh's. Genau bei mir hört's Wasser auf. Warte mal ganz ich kurz. Seh's. Scheiße! Sorry. Ich seh's. Schaff ich schon, Mann. Beruhig dich, Mann. Alles ist okay. Ich muss okay. mich gerade an den Ant-Venom und Caveman warnen. Das, glaube ich, haben ja auch dieselbe Series gemacht. Yeah. Oder die haben was anderes gemacht. Aber es war ähnliches Survival. Und da hat Ant-Venom noch seinen epischsten Jump ever gemacht, wo er irgendwo ganz weit weg abgesprungen ist, komplett runter bis zum Bedrock leer geflogen ist und wirklich in den letzten zwei Blöcken vom Wasser ausgebremst wurde. Erinnerst du dich daran? Ja. Das war so fucking epic. Oh mein Gott. Like, epic shit was epic there. Hast du gerade einen Enderman geboxt oder so? Nein, wieso? Eben gerade schwimme ich so hoch, auf einmal ist genau über mir ein Enderman ins Wasser rein. Ach du Scheiße. Ich hab voll Angst gekriegt. Ich glaube, ich habe den sogar angeguckt, als er runtergefallen ist. Du hast seinen Blick gesehen, er will Rache. Du hast ihn hineingestoßen. Hi. Hi, ich bin Sichtin, wir wollen ja Freunde sein. Sure. Okay, kommst du jetzt mit und spanierst mit mir mit? Ich soll dich spannen? Einmal ganz kurz. Level 8 bitte. Da. Fire Aspect. Ich find's schön, wie die Skeletons alles droppen. Alles. Außer Pfeile. Und Gravel haben wir leider keinen. Yay, zwei Pfeile. Ich hab 9. Problem ist, dass wir mindestens ein, zwei Stacks brauchen werden und das ist traurig. Scheiße.